Moin und hallo zu einer weiteren Folge von Transocean to Revivals in der Kampagne mit mir, dem Chris LP. Ja, im letzten Part, also im sechsten Part, haben wir ein neues Schiff gekauft, die Lucky Luke. Und ja, haben ein paar, ja, Regierungsbezirke, sage ich jetzt mal, geholt, also Zweigstellen geholt. Wir haben jetzt fünf Zweigstellen. Und ja, wir haben die Bronzemedaille auf jeden Fall. Ich möchte vielleicht noch Ziel 2 bekommen. Erhalte alle Regionsmehrheiten in Europa. Alle. Ich weiß jetzt nicht. Ja, das heißt, dass man alles hat. Naja, das ist schwierig. Das bekommen wir dann nicht mehr. Und 80 Millionen Gewinnbeteiligung, glaube ich auch nicht. Aber wir haben zumindest jetzt mal ein Ding und das ist schon mal sehr schön. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen weiter hier. Let's go. Was war hier? Ah, die Titania war da. Okay, die schicken wir dann von Bergen in Richtung Stockholm. So, das läuft wieder. Wir müssen jetzt ein bisschen gucken bei Titania, bei Scarlet. Auf die, ja, wie soll ich sagen, auf die Brei, auf die, ja, auf die ihre Werkstattfähigkeit, auf ihre, ja, wie soll man sagen, auf ihren Werkstattzustand. So, Zempreda 1 ist in Le Havre angekommen. Der kann dann nach Stockholm düsen. Ablegen, genau, Zustand. Den kann man in Lissabon kann man reparieren. Dann würde ich sagen, erstmal reparieren erstmal. Ja, dann würde ich weitermachen. Die Birti 3 ist in Havanna angekommen. Hey, dann können wir die nach New York schicken. Ist das denn New York? New York Süd brauchen wir. Ach, New York. Nordamerika Süd brauchen wir. Scheiße. Ja, dann fährst du nach uns nach New York, hätte ich gesagt. Bringt alles nichts. Abdampf. Jo, das ist sehr schön, dass die Raffinerie in Houston gekauft wurde. In Reykjavik ist was angekommen. Reykjavik. Dann soll er nach Rotterdam rüber. Ne, soll er nach Dublin, da kriegen wir ein bisschen Kohle noch. Weil wir brauchen für EU-Mitte eigentlich nichts mehr. Ablegen. Ja, die Titania ist da. Die ist in Stockholm. Ne, die ist. Doch, die ist in Stockholm. Kann man den die reparieren da oben eigentlich? In Stockholm. Ja, da muss man gucken, dass sie immer nach Stockholm irgendwie zurückkommen. Dann soll sie nach Bergen fahren, hätte ich gesagt. Ja, das ist das nächste Schiff angekommen. Der Zombreder in Stockholm. Der darf dann nach St. Petersburg. Schade, dass er nur ein Ding mitnehmen kann. Jo, da kommen die 5 Millionen in Bergen. Die darf dann. Ja, schade. Dann soll er nach St. Petersburg auch düsen. Hätte ich gesagt. Ja, das ist schön, dass die Ambali. Ein Schiff ist fertig. Die Titania. EU Nord, die soll nach St. Petersburg reisen. Die Vertigio ist in Stockholm, dann soll die mir nach. Oh. Dann soll sie nach St. Petersburg reisen. Nee, Quark. Ah, was haben wir denn hier? Helsinki, dann soll sie hier mal ne. Dann soll sie mit den ersten zwei anfangen mal. Müssen wir doch mal gucken, was hier. Ja, die Birte ist angekommen, der Zombrede ist angekommen. Und das soll der erste nach Helsinki.
Machen wir einfach das. Saki Wursch. Die Birte braucht auch wieder was. Die geht mir nach hier hin. Der Lucky Luke geht nach Reykjavik. Kann er dann zu den Isländern gehen. Kann sie beglückwünschen zu ihrem ja, Viertelfinale. Nein, na, Viertelfinale EM, glaube ich, haben sie ja gewonnen. So, dann geht das Schiff nach. Ich darf nicht vergessen, dass dieser. Scheiße. Na, ich leg ab. Wir müssen gucken, dass die Vertigo nichts mehr annimmt von was wir ihm zustellen. Ja, ja, komm. Du darfst zu den Russen wieder. Du weißt ja, wo das ist. Du kennst das ja schon ein bisschen. Die Raffinerie in Buenos Aires wurde gekauft. Oh, sehr schön. Du darfst nach Stockholm reisen. Solltest du ja auch kennen. Nix da, nix da, nix da, nix da. Ja, die Vertigio. So, die darf mir dann nach Bergen düsen. Die kriegt Tanki Tanki. Und abwehren. Ah, muss ich ihren Kack hier mal mitnehmen, hätte ich gesagt. Ablegen. Die Raffinerie in Bergen wurde gekauft. Raffinerie in Bergen. Au! Nein. Also da kriegen wir schon mal nichts. Weißt du? Oh, fährst mir nach Helsinki, dass wir irgendwie die Punkte da oben kriegen. Helsinki, das ist näher. Ja, dann soll nach Helsinki fahren, das ist in einem halben Tag. Reykjavik. Ja. EU Nord, dann soll er nach St. Petersburg reisen. Abflug, ne? Also wenigstens unterwegs mal. Das Reparaturdock in Manzanillo wurde gekauft. Mhm. Titania. Oh. EU Nord brauchen wir. Bergen. Wo kann man reparieren? Wo war das in Stockholm und in Dublin und in Lissabon. Also müssen wir gucken, dass Titania in Richtung Hamburg. Kupfig Sprung, sage ich jetzt mal. Scheißegal, wo es hinfährt. Ja, da ist jemand in Helsinki angekommen. Der darf mir nach. Jetzt soll er mir nach Dingenskirchen fahren, nach Bergen. Soll das eine Schiff ja auch mal irgendwo sein, der Zombreda in Helsinki. Er kann dann nach Petersburg wieder düsen, da kennt er sich aus. Ja, wir könnten ein Schiff noch kaufen, immer so abgesehen davon, aber mache ich jetzt nicht mehr. Das lohnt sich eh nicht mehr. Pff. St. Petersburg ablegen. Birte ist in New Orleans angekommen. Da müssen wir gucken, dass die uns nach Havanna das meiste mitkriegt. Und wenn wir so gucken. Scheiße. Ist das doof. Dann soll er die teurere und die billige Fracht mitnehmen. Ablegen. Wie viele Tage haben wir noch? 42. Ah, da lohnt sich nichts mehr. Eines ihrer Schiffe ist fertig repariert. Ja, sehr schön. Die ist in Lisa, in den Dingen in Lissabon. Dann soll sie nach Ambari fahren. So. Vertigio in Bremen. Holla. In Bremen, in Belgien. Belgien, Bremen. Au! Autsch! In Bergen. Die ist in Havanna. Wie viele Punkte haben wir denn da drüben? Wie viel brauchen wir? Nein! Wie viele Punkte brauchen wir dafür? Für den Müll. Gucken schnell, dass wir vielleicht da noch irgendwas ergattern.
Mal gucken, vielleicht kriegen wir doch noch eine Zweigstelle da drüben. Wäre ja ganz schick. Wenn wir da drüben auch noch was bekämen. Ich weiß nicht, ob das so übernommen wird dann als nächster Spielstand oder ob es in dem nächsten Kapitel dann wieder neu beginnt. Mein Gott, von mir aus kannst du neu beginnen und holen wir uns halt gleich wieder so ein paar Schiffchen. Ja, bin ich echt gespannt, was so in Kapitel 4 passieren wird. So. Eine Zweigstelle. 75. Bau nicht möglich. Und was haben wir? Wir hatten zu wenig. Bloß, wo kriege ich raus, wie viele Punkte ich hatte? Aber wir machen einfach weiter hier nach New York. Oh, da oben können wir was holen. Was holen wir uns? Helsinki? Ja, holen wir uns das komische Upgrade-Dock. Wenn wir schon dabei sind, am gucken. Aber ich muss mir echt sagen, das Spiel macht mir immer noch richtig, richtig Spaß, muss ich echt sagen. Ich habe noch nie an der Spiellust jetzt verloren, also das macht echt richtig Bock, das Spiel. So, eine Zweigstelle, die holen wir uns. Die Stadt Zweig. in Helsinki wurde gekauft. Genau. Wir haben eine Mehrheit da oben. Über das. Wir brauchen alle Region, erhalte alle Regionsmehrheiten in Europa. Das ist ja unmöglich zu machen. Titania, technische Daten, Auftragsdaten. Aha. Gehen wir wieder zurück, gucken, dass wir zu einem Geschäft kriegen. Ist irgendwas angekommen? Die Birte ist da, genau, da war ja was. Die muss nach. Ah, scheiße. Also sind noch Balboa-Düsen. Bergen ist der liebe Zombraider, der darf mir nach Helsinki. Hätte ich gesagt, nach Helsinki. Die Kredit 3 ist Dingenskirchen angekommen, dann darf der. Gibt keine Punkte, sondern mit nach St. Petersburg düsen wieder. So, da ist die Titania angekommen. Wir dürfen wir nach Stockholm düsen? Ja, warten mal. Ja, Stockholm passt wunderbar, das soll sie auch machen. Ablegen. Gucken, dass wir hier. Hallo. Ich habe doch was ausgewählt. Auswählen, zwar. 3 Punkte wieder. Da oben läuft's, würde ich sagen. Dann darf er mir nach. Oh. Stockholm nach Reykjavik, hätte ich gesagt, mal. Da ist die Birte in Balboa angekommen. Die darf mir dann wieder nach New Orleans stechen. So, der Zombraider ist in Helsinki. Der darf dann zurück nach Stockholm. Zacki Wursch. Ja, Lucky Luke ist in St. Petersburg. Der darf dann nach Helsinki. Ja. Wird wohl reichen, wenn es. Zombraider ist in Stockholm. Der darf zu den Russen wieder. Am Abflug. Ja, Titania in Stockholm. Reparieren. Das war es eigentlich. So, Lucky Luke ist in Helsinki. Dann soll er mir nach Stockholm gleich weitermachen. Oh, ja. Ambari, lieb Mari. Ach, das Ding ins Kern hier. Dann soll er mir hier irgendwo schick hinfahren. Süden interessiert mich eigentlich gerade gar nicht. Oh. Weil Norden kann man echt noch Punkte kriegen hier.
Helsinki. So. Lucky Luke, 33%, dann hätte ich gesagt, soll er nach Dublin rüberstechen. Chrissy 3 darf nach Helsinki gleich weiterreisen. Annehmen, ablegen. Tom Breda ist in Helsinki auch angekommen, der darf dann auch nach Stockholm ablegen. So. Mumbai Boyle Monopoly hat sich ein Schiff gekauft, da ist jemand in Helsinki angekommen. Da darf man nach Rotterdings St. Petersburg. Ja, ah ja, was war hier? Pum, pum, da kommen wieder welche. St. Petersburg, du darfst. Oh, scheiße. Soll er hier lang fahren und der andere. Aha. Zum Beispiel das in Stockholm, dann soll er mir nach Bergen. New Orleans. Havanna war das, glaube ich. Tanky Tanky. Ablegen. Wie lange geht denn das noch? 30 Tage, scheiße. Naja gut, das kriegen wir in dem Part nicht mehr rein, aber egal. Wir könnten uns ein Schiff kaufen, aber ich weiß nicht welches. Wie viel haben wir denn hier? Eine Regionsmehrheit in Europa. Ah, bringt uns das was? Ich hoffe, machen wir mal weiter da oben im Süden. Am Süden können wir auch noch ein Schiff. Ich kaufe ein Schiff in Chiotaro. Dann würde ich den Süden ein bisschen fördern können. Da kaufen wir dann. Was bringt da unten was? Öltanker? Ich denke mal ein Öli kaufen wir. Tanky Tank, Tank, Tank. Wenn die Werft geht zum Tanky Min Tank. 30. 320 Barrel. Bulkschiffe. Hätte ich gesagt, nehmen wir das hier. Nennen wir wie nennt man denn den? So viel wir Moonlight Shadow. Schiff taufen. Macht am besinnigsten hier. Und soll er nach. Wo steht er denn? Soll er nach Ambari? Soll er da hinfahren? Die Verticcio will was von Reykjavik weg. Dann soll sie doch nach Stockholm gleich. Tanky Tank müssen wir noch machen. So, ablegen. Und da geht's schon weiter im Geschäft. Zum Breda war das klar. Oh, Zum Breda und Birte wollen wieder Futter. Zum Breda ist in Bergen, das war nach Helsinki. Weiter. Wie war das? Ach ja, Birte ist hier. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Die sollen mir nach. Sollen wir nach Halifax fahren? Scheiß drauf. Lucky Luke ist in Dublin angekommen.
Kann man den reparieren da? Naja, komm, scheiß drauf, reparieren brauche ich jetzt nicht. Jetzt gucke ich da nochmal. Boah, und wie viel haben wir jetzt? Ich möchte mal gern wissen, wie viel. Ich würde mal gern wissen, wie viel wir haben. Irgendwo war es was angekommen, habe ich nur gehört. Nö, gar nichts angekommen, gut. So, dann lassen wir die Scarlet noch ablegen. Und dann. Oh, gar nichts da. Scheiße, scheiße, scheiße. Leerhaft, dann nehmen wir Valencia. Da oben ist doch was. Blind wie eine Kirchenmaus. Die Chrissy machen wir auch noch. Und Stockholm. Und ja, ich würde sagen, das war's zu diesem Part Trans Ocean 2 Revivals. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es hier weitergeht. Beim üblichen Gewurstel. Wir haben jetzt noch 27 Tage, haben ein Ziel erreicht. Wunderbar. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss.